Flipflops, Sandalen oder geschlossene Schuhe? Welche Schuhe sind im Sommer eigentlich am Steuer erlaubt und welche sind weniger sinnvoll? Man muss das Auto eben so in Betrieb nehmen, dass man eben keine Fehler macht. Und mit den Flipflops, da sind Fehler vorprogrammiert. Das heißt also beim Bremsen, beim Kuppeln, beim Gasgeben wird man sich sicherlich irgendwann verheddern mit diesen Schlappern und dann kann es zu einem Unfall kommen. Also Flipflops gehören nicht ins Auto. Gibt es denn so eine allgemeine Regel, welche Schuhe vor allem im Sommer jetzt fürs Autofahren geeignet sind und welche nicht? Nein, es gibt keine Regel. Die Gesetzeslage ist da sehr, sehr verwaschen. Aber hier gilt eben unsere Empfehlung, ordentliches Schuhwerk zu tragen, geschlossene Schuhe eben und gegebenenfalls eben mit Riemchen, wenn es Sandalen sein müssen. Also festes, ordentliches Schuhwerk, dass man eben nicht vom Pedal abrutscht. Man muss bedenken, dass man bei einer Vollbremsung an die 80 Kilo Kraft aufwenden muss, eben auf dem Bremspedal. Und das kann dann bei einem kleinen Bremspedal durchaus zu viel sein für Flipflops oder gar für einen Fuß ohne Schuhe. Wie sieht's denn aus mit Barfußautofahren? Dieselbe Lage, dieselbe Situation. Man wird also hier sicherlich nicht ordentlich bremsen können und das ist das Um und Auf. Also es geht da gar nicht ums Kuppeln und Gas geben. Da kann man natürlich auch abrutschen, aber die Gefahr ist eben, dass das Bremsen nicht ordentlich funktioniert. Ist es denn so, dass man auch mit einer Strafe rechnen muss, wenn man von der Polizei mit Flipflops oder barfuß am Steuer erwischt wird? Ich möchte sagen, dass es nicht um die Strafe geht, sondern darum, dass man hier eine Obliegenheitsverletzung begeht, wenn man eben das Fahrzeug barfuß oder mit Flipflop lenkt, dann kann man nicht ordentlich bremsen. Und man muss eben alles tun, dass man unfallfrei fährt. Man muss alles tun, dass man das Auto optimal beherrscht. Und das tut man hier ja wissentlich nicht mit solchen Schuhen. Meine letzte Frage ist, gibt es denn Erhebungen jetzt gerade im Sommer, dass mehr Unfälle passieren durch Flipflops bzw. Barfußfahren? Es gibt keine Erhebungen, aber wir wissen ganz genau, dass es immer wieder vorkommt, dass es immer wieder passiert, auch aus Gesprächen mit unseren Mitgliedern, dass man eben dann sagt, ja, das war jetzt wieder knapp oder man rutscht halt irgendwo einem Vordermann hinten drauf. Das passiert schon immer wieder, aber es wird ja nicht zugegeben. Also die Leute sind dann geheilt, aber grundsätzlich empfehlen wir eben ordentliches Schuhwerk. Auch beim Motorradfahren, das ist dasselbe Thema.